Ja, hier ein kleines Video nochmal zur Kennlinie einer Diode. Bei einer Kennlinie trägt man zwei verschiedene Größen gegeneinander auf, und zwar Stromstärke und Spannung. Das heißt, man schließt verschiedene Spannungen an die Diode an und schaut, was dann dabei rauskommt. Und die Spannungen werden deswegen auf die X-Achse aufgetragen und die Stromstärken, die man dann abliest, auf die Y-Achse, weil ja abgelesene Größen immer auf der Y-Achse stehen. Ja, und dann ergibt sich folgendes Bild. Das beginnt hier leicht im negativen Bereich, geht durch den Ursprung, steigt dann exponentiell und geht dann linear weiter. Und dann kann man verschiedene Bereiche deutlich machen. Einmal den Bereich, in dem das Ganze hier linear ist. Das ist der sogenannte Proportionalbereich. Da verhält sich die Diode ganz normal wie ein Widerstand. Das ist also eine Polung, in der die Sperrzone abgebaut wird. Und hier sieht man, bei zunehmender Spannung wird die Antidiffusionsspannung immer besser überwunden. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem sie komplett überwunden ist, fließt ganz normal Strom über die Diode wie bei einem Widerstand, als ob ich da einen ohmschen Widerstand von einer gewissen Anzahl Ohm hätte. Und dann gilt ja nach dem ohmschen Gesetz R gleich U durch I, dass Proportionalität zwischen U und I besteht. Und das bedeutet, je stärker die Spannung ist, umso höher ist auch die Stromstärke. So, davor gibt es so einen Bereich, in dem das langsam anfängt. Jetzt wäre noch die Frage, wo ist eigentlich die Antidiffusionsspannung? Die erhält man, wenn man diese Gerade hier weiter verlängert auf die U-Achse. Dann ist an dieser Stelle der Punkt, wo die Antidiffusionsspannung zu finden ist. So, jetzt könnte man natürlich sagen, warum ist das denn nicht so, dass bis zur Antidiffusionsspannung gar nichts passiert und ab der Antidiffusionsspannung geht es dann ganz normal weiter? Naja, in dem Moment, wo ich von außen eine Spannung an eine Diode lege, werden ja die Ladungsträger, die positiven und die negativen, in die Sperrzone hineingedrückt und rücken damit näher aneinander. Und in dem Moment, wo die wieder näher aneinander sind, können wieder einzelne Rekombinationen stattfinden von Elektronen und Löchern. Und das sind hier diese ersten, die dann fließen können, weil sie wieder rekombinieren und dann jeweils über die andere Seite abfließen. Und dieser Bereich heißt dann Leckstrombereich. Weil in diesem Bereich, wie bei einem Leck, was in einem Schiff ist, wo dann langsam Wasser einsickert, hier die ersten Elektronen schon rüber sickern und da schon fließen können. Das ist noch nicht proportional, dazu reicht es noch nicht, aber es sind zumindest die ersten, die schon mal wieder anfangen. Und deswegen geht von hier, von der I-Achse bis zur dieser Trenngrenze zum Proportionalbereich, geht der sogenannte Leckstrombereich. Hat man dann gar keine Spannung mehr, fließt logischerweise auch keine Stromstärke. Eigentlich sollte auch gar keine Stromstärke da sein, wenn man die Spannung umpolt, denn dann funktioniert die Diode ja wie ein Stromventil. Also wenn die falsch gepolt wird, dann werden die Ladungsträger aus der Sperrzone rausgezogen, die Sperrzone verbreitert sich noch, also sollte hier eigentlich gar kein Strom fließen. Aber es gibt ja auch noch die Minis, das heißt, das, was wir hier aufgemalt haben, das gilt für die Majos, für die Majoritätsladungsträger, aber jeder dotierte Halbleiter hat ja auch noch die Minoritätsladungsträger. Und wenn die Majos sperren, hier, dann haben die Minis ihren Stromfluss. Und wenn die Minis sperren, haben die Majos ihren Stromfluss. Nur dass man den von den Majos, weil es ja davon viel mehr gibt, viel deutlicher sieht als den von den Minis. Und das bedeutet, eigentlich ist hier der Sperrbereich, aber nur für die Majos. Und die Minis machen einen Strom in die entgegengesetzte Richtung, deswegen unterhalb der U-Achse, aber nur einen ganz kleinen Strom, weil es von denen ja viel weniger gibt. Das bedeutet, der Sperrbereich für die Majos ist der Leckstrom- und Proportionalbereich für die Minis und andersherum. In diesem Bereich werden gar keine Minis fließen, da fließen nur die Majos. Ja, das ist die Kennlinie einer Diode, die drei wichtigen Bereiche, Sperrbereich, Leckstrombereich und Proportionalbereich.
Und vergessen sollte man nicht, dass wegen dieses kleinen Ministroms die Diode kein perfekter Schalter ist, denn man kriegt sie nicht dazu, dass sie vollständig sperrt, weil immer ein klein wenig Strom noch da durchfließt.